Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4, liebe Freunde. So, und wir sind hier immer noch auf der Karte. Und ja, wir werden jetzt hier die Shangri-La-Mission noch mitnehmen. Die werde ich jetzt hier mal anvisieren und dann schnappen wir uns die. Das sind noch zwei Stück an der Zahl. Und dann begeben wir uns zu dieser Anita, die dann die wahrscheinlich letzte Mission mit uns macht, weil die will dann unsere volle Aufmerksamkeit. Schüsse. Ja. Steht hier auf immer. LKW. Rollung. Bam, bada, boom. Oh. Ich dachte, das macht doch diese Brettergeräusche. Ich dachte, das wäre so gewesen. Ups. Ja, wir interessieren uns jetzt einfach mal nicht für dieses, was hier alles an der Seite ist. Weil, wie gesagt, ich möchte gerne dieses Projekt fertig bekommen. Shangri-La-Scheiß, kommt man so schlecht hin, war das das? Mann. Jetzt wäre wieder so ein Hubschrauber geil, dass man. Oder ist es noch weit? Das ist hier auf dem Berg. Ach Mann. Da geht's hoch. Oder? Sieht doch näher. Ah, das sieht doch sehr nach. Es geht nach oben aus. Okay, hier lang nicht. Ach komm schon. Da. Och, Menno. Komm ich denn da hoch? Komm ich von der Seite hoch? Da muss ich da echt. Ach, wäre auch so schön, um wahr zu sein, Mann. Das sieht mir auch so aus, als müsste man noch weiter rum. Ach Mann. Oh! Alter, was sollen die denn hier? Niemand wird. Ja, mal gucken, ob es hier reingeht irgendwie. Also ja, es geht hier rein, aber mal gucken, ob es hier. Vielleicht hochgeht. Ah. Okay. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Das ist gut. Das ist gut. Ja, klar. Ja.
Oh, packe. Okay, ich denke mal, ich soll hier bestimmt irgendwie landen. Haken lösen. Na gut, das haben wir ja geschafft. Ich glaube, das nochmal heilen. Was passiert denn da unten? Krach. Oh. 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 Was zum Geier? Wo? Alter! Von wo schießt der? Au! Hä? Alter! Unten. So eine Traktor. Irgendwie so noch mehr. So, der eine ist hinüber. Krass, da liegt er mich hier mit seinem Gewehrli-Berli. Och, nett, Dankeschön. Oh, okay. Ich hab da mal so ein bisschen Angst, wenn ich dann runterfall, dann. Okay, ja, in die Richtung springen wir und Uhr. Oh. Nein, Honigbär. Okay. Honigbär, Honig. Wie heißen die? Honig, Honigbär, oder? Honig, Biber, Biberbär, Honig. Wo sind wir denn hier gelandet? Coole Sache. Alter, das passt ja richtig zu dem Chakrila-Gedöns. Okay, cool. Mal kurz umgucken. Aber da muss ja irgendwo wieder der Teppich rumliegen hier. Okay, dann. Chakrila-Time.
Das Problem an dem Shangri-La-Ding ist, ich weiß nicht mehr, wie es ging. Ich glaube. Ach, R1, gut, stand gerade unten. घंटियों को बांधने वाला राक्षसा शंग्रीला को एक बेहद ऊंचे शिखर से देखता था। जैसे जैसे हम राक्षसा के नजदीक जा रहे थे दुनिया उतनी ही अजीब और विकृत होती जा रही थी। लाओ पर पतंगे की तरह मैं शंग्रीला की अंधेरे से रक्षा करने के लिए अतुर था। Trotzdem ein bisschen aufbauen. Okay, darum kümmert sich der Elefant. Mit den Scheißviechern. Boah. Ich sage, noch macht der Elefant seine Sache, aber man weiß nicht, wie lange. Definitiv, ich wüsste, da hinten ist bestimmt wieder irgendwas, wa? Da hinten oben. Jupp, da ist er. मैं दुनिया को हमेशा इस नजरिए से देखता था, जिसे देखा और छुआ जा सकता है. लेकिन राक्षसा की मौजूदगी ने मुझे सिखाया कि मेरी वास्तविकता वही है जिसे मेरा दिमाग स्वीकार करने के लिए तैयार होता है. वहां ऐसी पूरी दुनिया थी जिसे मैं समझ ही नहीं सकता था. Der Elefant. Ich soll den noch retten. Regenschirm Elefant. Wo führt der Hund mich hin? Der Hund. Das Problem ist hier an dem Level, dass man echt kaum was sieht, weil. Wir gehen zuerst da lang, Hund. Mensch.
friere. Der Wind zischt. Boah, schreck mich nicht so. Schon krass, dass mir jetzt der Elefant hilft. Aufpassen. Da ist der erste. Okay, wir müssen jetzt aufpassen, aufpassen, aufpassen. Okay, der wird nicht gesehen. Falls ihr das noch nicht wisst, wenn das Vieh gesehen wird, also unser Tiger, dann wird der unsichtbar. Ich habe gerade so das Gefühl, dass es nicht so gut ist, hier lang zu laufen, hier unten. Sonst stehen hier bestimmt noch nicht so viele Pfeile rum. Ich trau mich nicht. Okay. Wow, wow. Oh, da kommt der Ele. Fun. Menschen. Ich sehe die nicht. Ja, super. Ich glaube, ich gehe mal hier rüber. Das ist jetzt auf einmal so reich hier. Echt aufpassen. Müssen wir denn die holen? Abi, ciao. Macht das schon, würde ich sagen. Meine Fresse. Hui. Okay, Hundi. Tiger. Geht's noch zum nächsten Punkt?
Ich mir mal vorstellen kann, dass hier die ganzen Idioten irgendwo rumspringen. Ach, Grimmann! Komisch. Fallen kaputt. Ciao. Na, hol den mal. Und wo kam denn jetzt der Pfeil schon wieder? Harper. Oh fuck, mein Tiger ist tot. Komm schön. Das sind ja noch mehr. Ja. Das ist natürlich klasse. Nicht töten lassen. Was ist da hinten denn los? Ganz schön lustig zu sein. Ja, da ist er ja. Und definitiv ein wenig auf, habe ich ja schon gesagt. Hörst du? Moment mal kurz. Nee, ich hab die scheiß Kopfhörer richtig rum auf. Das gibt's ja gar nicht. Man muss ja hier irgendwo Führerschein. Muss doch hier irgendwo ein Elefant sein. Der Elefant muss erstmal so was kommen. Wir haben uns jetzt hier so schön vorgearbeitet. Jetzt holen wir erstmal das Gedöns hier. Alter, erschreck mich doch nicht immer so. Hinten angefasst. Ach, hi. Dickelö. So. Ja.
Das sieht so aus, als haben wir. Sieht so aus, als haben wir hier auch unsere Ruhe. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir morgen zur nächsten Glocke. Beziehungsweise mal hier runter gucken, ob da ein Elefant geärgert wird. Das würde mich auch mal interessieren. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Könnt ihr einen Daumen da lassen, wenn ihr Bock habt. Oder vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr dran bleibt. Und ja, wir haben auch viele andere Let's Plays noch am Start. Könnt ihr ja mal rumgucken, wie gesagt. Und ja, würde ich sagen, bis denn. Ich bin raus und ciao.